Der Diss-Track von Lars gegen Flair ist online und die große Frage ist, kommt jetzt der heraufbeschworene Blutsturm oder nicht? Wir gehen rein in den Track, gucken uns die Reaktion von Flair via Instagram an und zuletzt ging es bei Roos im Stream seitens Flair am Telefon dann auch ausführlicher ab. Spoiler, der Blutsturm wird wohl ausbleiben, doch die nächsten 3 Jahre könnten interessant werden. Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Du willst riesige Muskelberge, ohne auch nur ein bisschen dafür zu machen? Kein Problem, einfach bei Sekt Plus Proteine, Weight Gainer und bestellen mit dem Code RAP10 10% sparen und dann wachsen die Muskeln komplett von alleine. Also, glaube ich. Nachdem Lars vor kurzem seine Fire in the Booth Bars raushaute und Flair hierauf in einem Livestream reactete, wobei er sagte, die Bars seien cool, aber das Gesicht von Lars würde halt nicht passen und außerdem, dass es ihn gewundert hätte, wenn Lars auch ihn gedisst hätte, denn dann hätte es einen Blutsturm gegeben, seitdem ist die Kacke am Brennen. Denn Lars sagte öffentlich, man wolle doch jetzt mal herausfinden, was überhaupt ein Blutsturm sei und kündigte damit einen Song für heute an, welcher, so dachte man, wohl ein Diss-Track gegen Flair sein wird. Flair reagierte hierauf, indem er unter anderem Lars in die DMs slidete und ihm schrieb, dass dies ein dummer Move sei. Lars machte diese DMs von Flair öffentlich, ebenso wie bereits mehrere Jahre alte DMs, wo Flair ihm nach Erscheinen des Tracks X-Wing Starfighter gesagt hätte, er werde ihm die Finger brechen und die Kackfresse einschlagen. Nun stand das Release des Last Tracks und der dann womögliche Blutsturm gestern kurz bevor. Vorher aber haute Lars noch ein bisschen auf Instagram in die Tasten. Zunächst einmal gab es noch einmal den Ausschnitt aus dem Flair-Livestream, wo dieser sagte, alles habe eben gepasst in dem Fire in the Booth-Ding, nur nicht das Gesicht von Lars. Und weiter zeigte Lars einen Tweet des Twitter-Users Mephisto, welcher angeblich von Flair folgende Nachricht bekommen hatte. Du Hurensohn, ich werde dich finden und dann liegst du bei einer Hurenmutter. Das verspreche ich dir, mein Lieber. Warte einfach, irgendwann kommt der Tag. Lars wiederum postet das und schreibt hierzu, bin scheinbar nicht der Einzige, dem gedroht wird. Dann war es endlich soweit und es war Punkt 0 Uhr. Lars postete einen Insta-Trailer zum Song mit dem Titel Flair hat es mir beigebracht und schon im Trailer fällt auf, dass man hier das Flair-Logo sieht, allerdings mit einem L für Lars anstatt einem F für, ich denke mal, Flair. Der Song mitsamt Video war dann also draußen. Das Video allerdings wurde auf einem erst seit gestern bestehenden YouTube-Kanal mit dem Namen Lars hochgeladen und wenn man das Video auf YouTube suchen will, findet man es einfach nicht. Einfach nicht. Naja, wir gehen trotzdem rein. Wer jetzt auf den großen Real Talk Hardcore unter die Gürtellinie Diss-Track gehofft hatte, wurde wirklich bitter enttäuscht. Vielmehr zielt Lars dieses Flair hat es mir beigebracht Ding, was man bereits in der Hörprobe hören konnte, den ganzen Track über durch und es bleibt eher entspannt funny. Ein paar Lines mit dann doch etwas mehr Bedeutung finden sich allerdings schon. Beispielsweise geht Lars noch einmal auf dieses ganze Bushido iMac Ding ein, wenn er nämlich rappt. Ganz Deutschland fragt wieder, wo ist Bushidos iMac, Lars? Den habe ich eingesackt, Flair hat es mir beigebracht. Dann wird es auch etwas mehr auf Flair selbst gemünzt, wenn Lars nämlich rappt, wie man nie das Falsche sagt, zu allem eine Meinung hat, zwei Silben zu einer macht, Flair hat es mir beigebracht. Zwei Silben zu einer Macht könnte sich auf dieses Meme aus dem Leon Lovelock Interview beziehen, von wegen Fahrrad hat nur eine Silbe. Weiter geht Lars auch selbst darauf ein, dass Flair ihm wohl früher geraten hatte, er müsse für den Erfolg etwas an seinem Äußeren ändern. Wenn Lars nämlich in dem Track rappt, wie ich meine Ohren anleg und die Zähne bleichen lass, mach einen Termin beim Arzt, Junge, Flair hat es mir beigebracht. Big Body Shaming. Doch Flair hat mich nie klein gemacht. Die Wahrheit ist halt hart, Junge. Flair hat sie mir beigebracht. Ungefähr so ähnlich hatte das Flair auch selbst bei seinem Livestream dargestellt, dass er nämlich Lars geraten hatte, Junge, mach was an deinem Aussehen. Weiter geht Lars auf die Lachsmileys in Flairs Instagram-Stories ein, die, wie wir wissen, ein wiederkehrendes Motiv sind. Wie man in der Insta-Story mit 5 Smileys lacht, wer versteht noch Spaß, Junge, Flair hat es mir beigebracht. Flair hatte in seinem Livestream ebenfalls gesagt, dass Lars zwar gut schreiben und rappen könne, er den Vibe und die Coolness aber von Flair gelernt habe. Und da Lars heute für Shirin David schreibe, würde, hätte quasi mittelbar auch Shirin David den Vibe von ihm Flair. Dies verwurstet Lars dann mit folgenden Zeilen. Wer ist das Original, Junge? Flair nimmt es in Geiselhaft, kein Original, das nicht schon original von Flair gebeitet hat. Weiter geht's mit, wie ich damals zu Shindy ins Walldorf fand, ich fuhr nicht in der Bahn, Junge, Flair hat mich vorbeigebracht. Wenn die fragen, woher ich jetzt auf einmal die Eier hab, wirst du unterdrückt, werde ich, Flair hat mir das beigebracht.
Hierzu wird im Video dann auch das YouTube-Highlight-Video aus dem Livestream von Flair über Lars gezeigt. Das Video zu Flair hat es mir beigebracht, endet dann damit, dass Lars aus seinem Auto den in einem daneben fahrenden Auto sitzenden Kameramann anschreit und ihm quasi anschreit, sagt, was er machen soll. Offensichtlich eine Flair-Parodie. Ganz zum Schluss sagt Lars dann noch, maskulin Baby, und dann ist der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Und dann warteten wir alle gebannt vor den Empfangsgeräten, ob denn jetzt der Blutsturm seitens Flair kommen werde. Flair hatte gesagt, es werde diesen geben, wenn Lars ihn dissen sollte. Lars sagte, er wolle herausfinden, was ein Blutsturm denn sei. Allerdings muss man sagen, Flair hat es mir beigebracht, fällt wohl nicht so richtig in die Kategorie Diss-Track. Zumindest, wenn man von einem Diss-Track erwartet, dass auf ekelhaft unter der Gürtellinie beleidigt wird. Und genau das tue ich, also ist es kein Diss-Track. Es dauerte dann auch nicht lange und Flair reagierte. Zunächst einmal via Instagram-Story. Bezogen auf Lars war das alles allerdings ganz entspannt, denn Flair schrieb lediglich, Jo Lars, Song ist top, gut gelernt, Herz-Smiley. Aber damit war es noch nicht zu Ende. Denn hatte Flair bereits vor kurzem gesagt, dass sich Lars in seinem Beef mit Flair von Shirin David, Shindy und Manager Taban ausnutzen lasse, ging es gegen diese dann auch ernster zur Sache. So schrieb Flair beispielsweise, Jo Taban, du, hoffentlich bezahlst du Lars auch gut, der Junge hat was Besseres verdient. Oder auch, Jo Shirin, Krankenakte ist da, 8 Lachsmileys. Was auch immer das heißen soll. Und zuletzt, Yo Shirin David, poste mal den Song von deinem Writer. Wohl eine Anspielung von Flair darauf, dass Shirin David ihn nicht supporten will. Also Lars. Etwas ausführlicher wurde es dann bei Roos im Livestream, wo nämlich Flair via Telefon zugeschaltet war. Hier macht sich Flair zunächst einmal ein wenig über den monotonen Flow von Lars lustig, sagt aber auch, es sei doch alles in allem einfach ein cooler Song. Und so widmet sich Flair dann auch hier weniger Lars und mehr Shirin David, Shindy und Taban. Taban nämlich wird abermals von Flair ordentlich beleidigt und weiter wirft Flair der ganzen Truppe vor, dass sie Lars für diese Sticheleien gegen Flair verbrennen würden, anstatt dass man es vielleicht mal so mache, dass Lars einfach ein geiles Album rausbringe mit Shindy und Shirin David Features, mit Videos von Orkan Che und so weiter. Das wiederum werde laut Flair nicht passieren. Die Falle, die ihm mit diesem Song hier gestellt werden würde, sei für Flair, dass der Song einfach lustig sei und jetzt darauf gehofft werde, dass Flair sich trotzdem aufrege. Dann quasi Blamage. Aber Flair rege sich nicht über Lars auf, sondern einzig und allein darüber, dass Lars hier ausgenutzt werde. Allerdings sagt Flair auch, er fände es ein wenig link von Lars, dass dieser jetzt hier mehrere Jahre alte DMs veröffentlicht habe, wo Flair ihn bedroht habe. Genau gesagt sagt Flair hier, okay, ich habe ihn bedroht vor 2 Jahren, sorry. Und abschließend fragt sich Flair, wofür sich Lars diesen Stress denn überhaupt gebe, denn man würde Flair doch kennen und jetzt habe Lars ihn halt die nächsten 3 Jahre lang an der Backe. Also unterm Strich, kein wirklicher Diss-Track, kein Blutsturm, dafür jetzt mit Ansage 3 Jahre lang wohl eher entspannterer Beef. Nein, aber Beef. Ist doch auch was. Und Leute, heute Morgen schaltete sich auch Ex-Maskulin-Signing-Zilla ein weiteres Mal ein. Ebenfalls in einem Livestream vor kurzem hatte Flair gesagt, bei allen seinen ehemaligen Maskulin-Signings habe es nicht am Aussehen oder am Talent, sondern immer nur am richtigen Charakter gemangelt. Flair nannte hier ausdrücklich auch unter anderem Zilla und dieser wiederum nahm das dann zum Anlass, um mit einem Ich bin auf der Suche nach Charakter bisschen gegen Flair zu sticheln. Auch der Satz Zeig doch mal, was du unterm T-Shirt hast, fiel. Zwischen den beiden ging es dann ein klein wenig hin und her und nun legte Zilla noch einmal nach, wieder mit einem Foto aus dem Gym, diesmal aber mit folgender Überschrift. O-Ton King Flair, ich habe Zilla gezeigt, wie man eine Hantel hält. Danke für alles. Hierzu lässt Zilla dann im Hintergrund auch den neuen Last-Track laufen. Was denkt ihr über den Last-Track und die Reaktion von Flair? Ab damit in die Kommentare und ansonsten sage ich danke an alle Patreon-Supporter. Das war's von mir. Abonnier, schönes Wochenende und aktivier die Glocke. Tschüss. Hey, na du kleine Maus, heute ist Freitag und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Bitch.